Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Am 12. Mai hat der Finanzminister öffentlichkeitswirksam ausgesuchte Ergebnisse des Evaluierungsberichts zu den Leo-Immobilien vorgestellt. Nicht so schlimm, möchte man meinen. Bewirbt das Finanzministerium den Bericht doch mit dem Slogan »Moderne, heimatnahe und nachhaltige Arbeitsplätze für Hessens Beschäftigte«. Eine Nebenkerze. Denn die Strategie des Landes, hat sich als heimatnahe Arbeitgeber zu positionieren, hat denkbar wenig mit den katastrophalen Ergebnissen der Leo-Evaluierung, welche einem politischen Offenbarungseid gleichkommen, zu tun. Es wird deshalb wohl auch niemanden verwundern, dass der Evaluierungsbericht als nicht öffentlich eingestuft wurde. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass er Einblicke in die Immobilienstrategie des Landes gewähren könne. Genau das ist aber überfällig. Kommt das Finanzministerium doch zu der Einsicht, dass die damalige Entscheidungsfindung auf ergänzungsbedürftigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beruhte. Ein schönes Beispiel dafür, wie man es eben nicht machen sollte. Und ein Grund für maximale Transparenz. Den damaligen Mietvertragsabschlüssen lag, wie heute verraten wird, beispielsweise die irrige Annahme zugrunde, dass die Gebäude am Ende der Mietvertragslaufzeit einen Restwert von null haben würden. Dass Investitionen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität und aufgrund veränderter Nutzungsanforderungen notwendig werden könnten, entzog sich der damaligen Vorstellungskraft. Nachdem man also in den vergangenen Jahren mieterseitig fleißig in den Restwert der nun in Privatbesitz übergegangenen Gebäude investieren musste, bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Eigentümer dies in Verhandlungen über Mietvertragsverlängerungen nicht unbedingt ausnutzen werden. Die Zinsentwicklung kann der damaligen CDU-Alleinregierung hingegen nicht vorgeworfen werden. Niemand wusste, dass sich die Europäische Zentralbank einmal in Person ihres Präsidenten bereit erklären würde, alles, was auch immer nötig ist, zu tun, um die chronisch defizitären Südländer im Euroraum zu halten. Dass die Landesregierung ihre Finanzstrategie, die fiskalische Solidität des Euroraums und die Standhaftigkeit einer gesamteuropäischen Zentralbank zugrunde gelegt hat, mag man ihr zugutehalten. Doch Unwissenheit schützt, wie wir merken und wissen, vor Strafe nicht. Warum sollten sich auch andere Akteure redlicher verhalten als man selbst? Um eine konservative Haushaltsführung vortäuschen zu können, war die CDU letztlich schon damals bereit, Lasten in die ferne Zukunft zu verschieben. Wir lernen daraus, für unsolide Haushaltspolitik braucht die CDU keinen Koalitionspartner. Vielmehr scheint die fiskalische Kurzsichtigkeit der Christdemokraten, wenn wir an die gegenwärtige Entwicklung denken, nicht kuriert zu sein, sondern sich noch zu verstärken. Nun hat sich das Land also vom Herrn über Haus und Hof zum Einlieger gewandelt. Und das Finanzministerium teilte uns mit, dass aufgrund der stark angestiegenen Immobilienwerte, was nicht zuletzt mit dem Zinsniveau zusammenhängen dürfte, eventuelle Rückkäufe nicht naheliegend seien. Geschönt gesagt. Bedeutet es doch, dass vergleichsweise große Vermögenswerte zu einem viel zu kleinen Preis aus der Hand gegeben wurden? Genauso wie damals in den Nullerjahren, als der Berliner Senat unter linker Beteiligung 200.000 Wohnungen zu einem Spottpreis verhökerte. Der tatsächliche Verlust, der durch die Leo-Geschäfte entstanden ist, wird für jedermann sichtbar, wenn das Land einmal zum Rückkauf der Immobilien gezwungen sein sollte. Aber auch so wird sich der Verlust über die jährlichen Mietzahlungen einstellen, nur halt ohne Knall, sondern nach und nach. Den Steuerzahler wird das bestimmt nicht freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.